Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Schandebox von Zombies. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Schande von Zombies. Das Ganze heute am 19. April erschienen. Wir haben hier eine weiß- bzw. hellgraue Box. Zombies Gang präsentiert, lesen wir hier oben. Dann darunter Schande mit zwei Nonnen, die sich gerade küssen. Hier auch nochmal ein kleiner Zombies-Schriftzug. Und dann haben wir hier einen Aufkleber in diesem Fall und hier lesen wir große Schande. Und dann haben wir hier noch einen Verbraucherhinweis auf Englisch. Was hat es mit diesem Aufkleber auf sich? Es gab in dem Karton, in dem die Box kam, auch noch einen kleinen Flyer. Und das für euch zur Info, es gab dieses Release nämlich in drei verschiedenen Varianten. Und zwar gab es einmal das Ganze in CD-Form, dann in Boxform und bei der Boxform gab es eben zwei Varianten. Es gab einmal diese reguläre Box, die Schande-Box, und dann gab es diese große Schande-Box, die war etwas teurer und hat auch etwas mehr Inhalt. Und genau diese Box, also die große Schande-Box, werde ich euch heute vorstellen. Jawohl. Es ist das zweite Release von Zombies. Das erste kam ja 2018 im Juni. Habe ich euch ja bereits vorgestellt. So hat das damals ausgesehen. Und heute ist es an der Zeit für die zweite Box. Gut. Wir sehen uns das Ganze mal von der Seite an. Also wir sehen hier alles rundum in diesem hellgrau gehalten. Hier lesen wir Schande und auf der Rückseite haben wir dann auf diesem Aufkleber dann noch die Infos, also Urheber, Leistungsschutzrechte, Credits etc. Es ist eine recht dünne Box, und zwar ist das so eine klassische, so eine dünnwandige Pappbox. Lässt sich dann hier oben öffnen. Dann schauen wir mal hinein. Ja. Die Box ist leer. Machen wir mal wieder zur Seite und kommen zum Inhalt. Wir haben hier einmal eine Bonus-EP. Dann haben wir das Album, beziehungsweise in diesem Fall ist es ja gar nicht ein Album, sondern es sind zwei EPs, und zwar Schandebuch 1 und Schandebuch 2, die beiden EPs. Und dann haben wir noch ein drittes Release. Zu denen kommen wir dann noch. Ein Schlüsselband. Einen Patch. Ein Shirt. Ein Poster. Und ein Aufnahmeantrag. Gut. Wir werden wie immer mit den Alben bzw. mit den EPs starten. Machen wir das Ganze mal aus der Folie. So, einmal die zwei EPs und einmal die Bonus-EP. So, einmal und zweimal. Starten wir mit den beiden EPs. Also, so sieht das aus. Wir haben hier offensichtlich eine Person, es dürfte wohl eine Frau sein, die hier wohl gefesselt und geknebelt wurde. Hier unten haben wir den roten Zombies-Schriftzug und hier oben rechts dann wieder einen Aufkleber. Hier lesen wir Schande Buch 1 plus Buch 2. Das Ganze kommt in einem Standard Jewel Case. Hier auf der Seite eine rote Kette. Hier lesen wir dann auch nochmals Zombies Schande Buch 1 plus 2. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben jeweils 5 Tracks, also Buch 1 und Buch 2 jeweils 5 Tracks. Und wir haben Features, und zwar haben wir auf Buch 1 ein Feature von Sagat und Elias Fogg. Und auf Schande Buch 2 haben wir ein Feature von Basti Basti und Schoki. Und auf dem Track 5, Entschuldigung, auf dem Track 4, Zombie Kalypse, haben wir auch noch jede Menge Features, die, glaube ich, dann im Booklet angeführt werden. Ansonsten werde ich euch anderweitig raussuchen. Es sind, ich glaube, meiner Info nach über 30 Feature-Gäste, also ein unfassbarer Collabo-Track. Wir haben hier auch wieder den Schande-Schriftzug, die Credits zum Album und hier dann eine Nonne und
Ist die Frage, es dürfte irgendwie so ein Mann in Uniform sein, vielleicht auch eine Frau, ist schwer zu erkennen hier im Schatten. Auf jeden Fall trägt diese eine Augenklappe. Was man zu den beiden EPs noch sagen muss, ist, Schandebuch 1 ist schon draußen. Also das Ganze wurde am 1. März 2019 veröffentlicht. Gibt es also schon mittlerweile knapp 2 Monate. Und Schandebuch 2 gibt es heute mit dem 19. April. Jawohl. Dann werfen wir mal einen Blick in das Booklet. Beziehungsweise ist das in diesem Fall nur so ein Einleger. Wir haben auch hier wieder eine verstörende Nonne. Erinnert ein bisschen an diesen Horrorfilm The Nun. Und dann haben wir die Credits zu den einzelnen Tracks. Also, wer wurde gefeatured, wer hat produziert, etc. Und was ich euch ja versprochen habe, war dieser Track hier, Zombie Kalypse. Also, wir haben hier echt unfassbar viele Features. Ja, spare ich jetzt alle vorzulesen. Ihr könnt natürlich gerne das Video an dieser Stelle anhalten, euch kurz die Features durchlesen. Also mit dabei sind unter anderem Crystal F, Schoki, Camo Caputo, MC Boogie, Frauenarzt, Antifuchs, Schwarz, DCVDNS, Orgy, Blockmonster, Haiti. Also ohne Ende Features mit drauf. So sieht das Ganze dann von hinten aus. Okay, also es dürfte doch wohl eine Frau gewesen sein, denn diese trägt ja auch eine Augenklappe. Ich gehe mal davon aus, das ist dieselbe Dame wie auch auf der Cover-Rückseite. Okay. Dann haben wir die CD. Diese ist in Rot gehalten. In der Mitte haben wir wieder diese schwarze Kette. So sieht das aus. Jawohl. Und hier haben wir dann die Zombies versammelt. Also, die 4 Mitglieder sind hier zu sehen. Einer geht mir ab, und zwar der Graue. Also wir haben hier Zombie Red, Zombie White, Zombie Black und Zombie Purple, beziehungsweise Purple Zombie. Allerdings, Gray fehlt. Aber man muss ja auch dazu sagen, diese 4 sind ja für den Rap verantwortlich und Zombie Gray ist der DJ, also der Produzent. Ich gehe mal davon aus, dass das hier absichtlich so gemacht wurde. Dann haben wir eine Bonus-EP, und zwar die Rotten Goat Bonus-EP. Diese kommt ebenfalls in einem Standard-Jewel-Case. Freut mich sehr. Wir haben hier auf dem Cover einmal den Schriftzug Rotten Goat. Also das heißt so viel wie verrotteter Bock. Verrotteter, ja, was ein Goat? Ein Schafsbock, ein Ziegenbock. Also ein verrotteter Ziegenbock. Ja, sieht heftig aus hier mit dem Auge. Und hier den Zähnen und hier noch dem Horn. Dann haben wir hier so eine wilde Grafik. Hier lesen wir dann auch wieder Rotten Goat. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 6 Tracks an der Zahl. Wir haben hier, soweit ich es beurteilen kann, keinerlei Features mit drauf. Dann schauen wir mal hinein. Auch hier haben wir wieder so einen Einleger. So sieht es aus. Und hier dann auch wieder die Credits zu dieser EP. Sehr spezielle Schriftart hier verwendet worden. Dann kommen wir zur CD. Die sieht so aus. Rotten Goat lesen wir hier wieder. Spielt ja gerade im Satanismus oder in diesen okkulten Zirkeln ja eine große Rolle, generell so. Geweih und Ziegenböcke, also die sind da ja sehr glorifiziert, sagen wir mal. Und dann haben wir noch einen dritten, beziehungsweise wenn man die 2 EPs separat betrachtet, einen vierten Tonträger, eine vierte CD. Und zwar haben wir hier Ghoul Funk von Grey. Zombies Gang präsentiert, lesen wir auch hier wieder. Und dann haben wir den besprochenen, der auf dem vorigen Foto gefehlt hat, den fünften Member, und zwar Zombie Gray hier abgebildet. Sieht so aus, als wäre hier vor so einer Krypta auf einem Friedhof, hier im Hintergrund schwarz-lilane Wolken. Sieht echt mächtig aus. Dann Verbraucherhinweis auf Englisch. Das Ganze kommt in einem Digisleeve. Und dann haben wir hier insgesamt 8 Tracks an der Zahl. Also, 8 Tracks gibt es hier dann nochmal oben drauf. So sieht dann die CD aus. Grey Ghoul Funk.
Schwarz-Weiß, Lila bzw. Violett. Die Optik gefällt mir richtig gut. So, genug mit der Musik. Wir haben dann noch mit dabei ein Poster. Wie ich gerade sehe, das sehr interessant gefaltet wurde. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Wir haben hier nämlich nicht gleichmäßig gefaltet, sondern hier extra nochmal. Okay. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, was man sich dabei gedacht hat. Aber ja, eventuell hat es sonst nicht reingepasst. Keine Ahnung, es wurde auf jeden Fall hier noch einmal sehr unüblich am unteren Rand gefalten. Wir haben hier die vier Mitglieder, die vier Zombies wieder abgebildet. Wie gesagt, wie auch schon auf dem vorigen Foto hier, die vier Zombies abgebildet. Auch hier dürfte sich wieder, ja, ich gehe mal davon aus, so auf einem Friedhof oder auf so einem verlassenen, auf so einer Ruine befinden. Wir haben hier dann nämlich im Hintergrund einen Kirchturm. Sieht auf jeden Fall sehr unheilvoll aus und es regnet scheinbar auch Blut. Also rote Tropfen fallen hier vom Himmel. Das Ganze ist einseitig bedruckt im Querformat. Rückseite blankweiß. Dann haben wir ein Shirt. Hoppla, jetzt hat sich das Poster verabschiedet. Ein Shirt mit dabei. Dieses sieht so aus. Wir haben hier das Albumcover. Also hier wieder diese Frau. Allerdings hier mit dem roten Schande-Schriftzug darüber. Das Shirt ansonsten komplett in schwarz gehalten. Rückseite ebenfalls blank schwarz. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun. Jawohl. Das habe ich schon länger nicht mehr gesehen. Und zwar ein Gilden Heavy Cotton in der Größe L. 100% Baumwolle. Made in Haiti. Grüße gehen raus. Dann haben wir noch ein Schlüsselband, einen Lanyard, eine Keychain, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Wirkt auf jeden Fall sehr dick vom Stoff her, also ist deutlich schwerer und fasst sich auch dicker an als die regulären Schlüsselbänder. Hier lesen wir dann wieder Zombies Gang, zweimals, einseitig beschriftet. Und dann haben wir hier unten noch, das dürfte wohl die Statue sein aus der City of God, also in Rio de Janeiro. Ihr kennt ja diese berühmte Statue. So sieht das aus. ZMBZ lesen wir hier dann noch. Also, ein Schlüsselband. Und dann haben wir noch einen Patch. Hier hat man die beiden Damen vom Boxcover hergenommen. Diese zwei Nonnen, die sich gerade küssen. Hier darunter lesen wir Schande. So sieht das aus. Kann man sich natürlich dann auf die Kleidung oder auf den Rucksack, wo auch immer, hinmachen. Und als letzten Boxinhalt haben wir einen Aufnahmeantrag in die Gilde. Hier kann man sich verewigen. Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer. Und das möchte ich euch nicht vorenthalten, das lese ich ganz kurz vor. Hiermit beschwöre ich die verrotteten Zombies hochschandungsvoll um Aufnahme in die Gilde. Ich versichere mit ganzem schwarzen Herzen, keiner anderen Religion anzugehören oder zu beabsichtigen, in naher Zukunft einer anderen Religion beizutreten. Ich entsage hier und heute allen alten und neuen Göttern und besinne mich auf das wesentliche Fleisch. Des Weiteren schwöre ich im Schatten des Baphometen, dass ich meiner Gilde niemals Schaden zufügen werde. In welcher Form auch immer, die Gilde ist mein Zuhause und mein Tempel. In der Gilde achten wir einander, wir ehren und respektieren uns, ungeachtet jeglicher Unterschiede, denn wir sind eine große, untote und schändliche Familie bei Satan. Okay, das ist auf jeden Fall echt krass. Ich hoffe, ich werde diese moralische Last oder diese religiöse Last, die ich mir jetzt eben aufgebürdet habe, wieder los. Und dann lesen wir hier noch, dieses Dokument muss gut bewahrt werden. Es wird erst gültig, nachdem ein Scan an Zombies Gang at Schande geschickt wurde. Unterschrift möglichst mit Blut. Okay, also ich muss ehrlich sagen, ich dachte jetzt eher, das wäre so ein Fun, so ein kleines Detail. Aber wir lesen ja hier, das muss per Scan an Zombies Gang geschickt werden. Und ich gehe mal davon aus, dass es dann irgendein Special gibt. Ich kann euch aber leider nicht sagen, was sich dahinter befindet, also was man hier bekommt. Keine Ahnung, falls ihr das wisst, teilt es mir gerne mal mit, schreibt es mir in die Kommentare.
kann ich an dieser Stelle leider nicht beantworten. Und auf der Rückseite haben wir dann wieder das Boxcover. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das Poster einseitig bedruckt im Querformat. Dann dieser Aufnahmeantrag. Der Patch. Das Schlüsselband sowie natürlich das Shirt. Dann dieses Bonusalbum bzw. diese Bonus-EP Ghoul Funk mit 8 Tracks. Die Rotten Goat Bonus-EP mit insgesamt 6 Tracks. Und natürlich Schande Buch 1 und Schande Buch 2 mit jeweils 5 Tracks. Kommen wir auf insgesamt 24 Tracks. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box Schande von Zombies. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Zombies unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.